Heute in den Pixel Show News. Cyberpunk 2077 ist nicht mehr im PlayStation Store erhältlich. Electronic Arts übernimmt Codemasters und Walmart geht gegen Bots vor. Das und mehr sowie die Neuerscheinungen der Woche gibt es jetzt in den Pixel Show News. Und damit hallo und willkommen zu den Pixel Show News Nummer 319, dem wöchentlichen PlayStation und Games Magazin. Es geht los und zwar gleich mit einer turbulenten Woche für CD Projekt Red, dem Entwickler von Cyberpunk 2077. Da gab es sehr, sehr viele Entwicklungen in dieser Woche und es ging damit eigentlich los, dass im Grunde das Spiel nicht besonders gut aufgenommen wurde von den Medien und vor allen Dingen nicht von den Spielern. Wenn man sich hier die Kritiken und Wertungen teilweise anguckt, das habe ich eh in einem eigenen Video noch gemacht. Und es ist jetzt so, dass zuletzt CD Projekt Red zuerst gesagt hat, man soll das Spiel einfach zurückgeben, das passt, das geht dann. Dann hieß es wieder, nee, es gibt da keine Regelung, dass man es ganz normal zurückgeben kann. Und jetzt ist es allerdings doch offiziell, man kann das Spiel zurückgeben, wenn man nicht damit zufrieden ist. Und obendrein ist das Spiel aktuell nicht mehr im PlayStation Store erhältlich. Sony hat es entfernt, vorerst, temporär. Und es heißt auch eben in der offiziellen Stellungnahme dazu von CD Projekt, heißt es, nach unseren Gesprächen mit PlayStation wurde die Entscheidung getroffen, den digitalen Vertrieb von Cyberpunk im PlayStation Store vorübergehend auszusetzen. Ihr könnt weiterhin die physischen Versionen des Spiels im Versandhandel kaufen. Alle gekauften digitalen und physischen Exemplare des Spiels werden selbstverständlich weiterhin Support und Updates erhalten, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Nach unserem Kenntnisstand kann ab heute jeder, der nicht auf Updates warten will, seine digitale Kopie lieber selber zurückgeben, indem er eine Anfrage stellt. Und das ist ein Formular, wo ihr eine Rückerstattung zu Cyberpunk beantragen könnt. Und ganz simpel mit einem Mausklick eigentlich nur, wo ihr eben dann quasi das digitale Spiel, falls ihr das digital gekauft habt, eben zurückgeben könnt, für den Fall, dass ihr eben nicht zufrieden seid. Das betrifft natürlich jetzt erstmal nur die digitale Version, die Disc-Version. Die kann Sony nicht direkt zurückgeben, die müsste theoretisch an den Händler zurückgegeben werden. Was ist da jetzt eigentlich alles passiert? Also es ist so, das würde jetzt eigentlich hier den Rahmen der News sprengen, warum Cyberpunk so komisch aufgenommen wurde, beziehungsweise warum es technisch hinten und vorne im Grunde unfertig ist, meiner Meinung nach. Und das Problem ist eben, wie gesagt, Spieler sind sehr, sehr, sehr groß enttäuscht worden. Die Erwartungshaltungen waren extrem hoch und sind eben nicht erfüllt worden. Das Spiel wirkt aktuell zumindest auf der PS4 und auf der Xbox One eigentlich unfertig und hätte noch ein bisschen, eigentlich noch ein paar Monate Entwicklungszeit gebraucht. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Nichtsdestotrotz haben sie es jetzt zu Weihnachten rausgebracht und damit natürlich ein bisschen die Geduld der Leute ein bisschen strapaziert. Anders ist es beispielsweise bei der Xbox. Bei der Xbox gibt es das Spiel immer noch digital zu kaufen. Könnt ihr ganz normal auf der Xbox euch holen. Und es gibt auch keine, ich sage jetzt mal, gesonderte Rückgaberegelung bei Microsoft oder bei der Xbox. Da gelten die normalen Regeln für die Rückerstattungen von einem Spiel. Und das ist sehr, sehr nebulös bei Microsoft formuliert. Da hier heißt es beispielsweise: Wir erstatten digitale Spieleprodukte im Rahmen eines konsistenten und zuverlässigen Kauferlebnisses zurück. Was zur Hölle ist ein konsistentes und zuverlässiges Kauferlebnis? Naja, die meisten Personen, die eine Rückerstattung wünschen, möchten einfach ein Problem lösen. Aber manchmal wird das System missbraucht. Wer es den Anschein hat, dass Rückerstattungen missbraucht werden, behalten wir uns das Recht vor, sie nicht mehr anzubieten, es sei denn, diese sind gesetzlich vorgeschrieben. Bei Microsoft ist es so, da muss man meines Wissens einfach nur eine Anfrage an den Support stellen, an Microsoft Support, dass man das Spiel zurückgeben will. Wenn, ich glaube, in einem bestimmten Zeitraum nicht überschritten wurde, da höre ich einerseits 14 Tage und andererseits auch 30 Tage. Und letzten Endes könnt ihr euch da auch theoretisch auch auf der Xbox das Spiel eben, das digitale Spiel da zumindest zurückgeben. Die ganze Problematik betrifft weniger den PC, weil auf dem PC läuft das Spiel eigentlich relativ gut. Ich sage auch wieder relativ, dann ist es da auch nicht bugfrei. Nichtsdestotrotz wird es dort besser aufgenommen und dort gibt es natürlich auch die normalen Rückgaberegeln. Beispielsweise bei Steam gibt es ja auch bestimmte Regeln, ich glaube 14 Tage und eine bestimmte Spiellänge. Dann kann man, nachdem man ein digitales Spiel gekauft hat, das trotzdem noch dort zurückgeben.
Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Fakt ist natürlich, dass die Entwickler auf jeden Fall dran sind, dass sie Updates eben rausgeben und die Spiele auch eben auf den alten Konsolen jetzt entsprechend noch verbessern. Und ich bin mal gespannt, ab wann das Spiel quasi wieder in einem guten Zustand herauskommt. Denn nächstes Jahr wird es auf jeden Fall quasi nochmal neu im Store erscheinen quasi. Und da bin ich mal gespannt, wie gut es dann wirklich aussehen wird auf einer, ich sag's immer wieder mal, 7 Jahre alten Plattform. PS4 genauso wie die Xbox One, die sind 7 Jahre alt. Entsprechend ist das Spiel meines Erachtens auch nicht dafür ausgelegt. Es geht weiter zu Electronic Arts, die ganz überraschend den Entwickler und Hersteller Codemasters übernommen haben. Und da klingelt es vielleicht bei manchen von euch, weil ich auch im letzten oder vorletzten Mal gesagt habe, im Moment mal, Take-Two übernimmt doch Codemasters. Ja, das war eigentlich zuerst angedacht. Und zwar war die erste Meldung dazu, oder die frühe Meldung, das war noch im November, dass der US-Publisher Take-Two Interactive den Rennspielentwickler Codemasters übernehmen will, mit einem Gesamtvolumen von $994 Millionen. Und das sah eigentlich aus, als würde das Ganze nur noch abgewickelt werden. Aber jetzt kam Electronic Arts ums Eck und hat einfach mehr geboten. Und zwar ein Gebot von $1,2 Milliarden. Und dadurch, so wie es jetzt aussieht, übernimmt jetzt Electronic Arts eben Codemasters. Es sei denn, es kommt noch irgendein Hersteller jetzt noch ganz schnell ums Eck, der dann sagt, nee, Moment, ich biete hier noch mehr. So sieht mir das gerade aus. Und Electronic Arts hat bereits hier eine Stellungnahme herausgegeben, wo sie auch eben entsprechend schreiben, dass sie ja jetzt entsprechend ihre Sport- und Racing-Marken vorantreiben wollen. Formel 1, Dirt Rally, Grid, Project Cars und dazu natürlich die EA-Marken, Need for Speed, Real Racing auf Mobile und natürlich EA Sports. Das ist scheinbar jetzt für Electronic Arts so ein bisschen ein großer Pool an Marken, die sie eben entsprechend hoffentlich vorantreiben wollen. Ich bin mal gespannt, was das jetzt auch wirklich für Codemasters bedeutet und für die entsprechenden Rennspielmarken und Reihen, ob sich da in Zukunft noch groß etwas ändert oder ob Codemasters weiterhin eben seinen Stiefel fährt, sprich seine Marken entsprechend weiter positionieren kann, so wie es in den Vorjahren schon entsprechend gewohnt sind, oder ob alles umgekrempelt wird. Also ich hoffe natürlich nicht. Weiter geht's zu Walmart. Walmart ist interessanterweise sehr aggressiv gegen Bots vorgegangen, was bisher noch nicht bekannt war. Walmart, die große Handelskette in den USA, die kämpfen nämlich auch sehr krass gegen Bots. Und zwar gegen Bots, die scharenweise Geräte kaufen, wie zum Beispiel die PlayStation 5. Und das ist ja eigentlich auch eine Thematik, die uns ja irgendwie eigentlich seit den ersten Vorbestellungen verfolgt, dass Bots und Scalper oder Scalper, die Bots einsetzen, uns die Geräte vor der Nase wegkaufen, und zwar massenhaft. Und die dann später natürlich auf eBay landen zu einem viel, viel zu überhöhten Preis. Was super ärgerlich ist, weil natürlich viele Spieler einfach kein Gerät kriegen deswegen und die einfach nur spielen wollen. Und jetzt hat eben Walmart eben auch eine Meldung herausgebracht, wo sie eben sagen, das finde ich ganz interessant, Moment, wo steht's hier? Und zwar am 25. November bereits. Dort hat Walmart insgesamt über 20 Millionen Bots, also Bot-Angriffe bzw. Bot-Versuche, etwas zu kaufen, geblockt. Und zwar nur in den ersten 30 Minuten. Das heißt, sie haben tatsächlich ein System, das scheinbar halbwegs funktioniert, das entsprechende Bots blockt, damit eben die Leute das kaufen können und nicht die Bots. Was ich sehr, sehr, sehr begrüßenswert finde. Und im Grunde natürlich wäre das schön, wenn das bei jedem Händler so der Fall wäre. Nichtsdestotrotz ist das tendenziell, kann sich das quasi wirklich nur wirklich große Händler leisten, dass solche Dinger geblockt werden, solche Anfragen von Bots. Und die Problematik mit Bots ist sowieso, dass Bots ja eigentlich überall unterwegs sind und die meistens jetzt gar nicht mal so sehr unbedingt auf PlayStation 5 oder Xbox Series X aus sind, sondern einfach die durchforsten das Netz ständig auf der Suche nach Preisen. Und das sind eben auch beispielsweise, dadurch werden auch Preissuchmaschinen supported, weil die setzen auch Bots ein. Allerdings eben nicht, dass sie irgendwas kaufen, sondern einfach nur, dass sie gucken, welche Preise gibt es da und da, und das wird dann gesammelt. So im Grunde ist eben die Problematik, dass Bots eben
an sich in der Theorie eigentlich Gutes tun sollten, aber sie können auch für Böses eingesetzt werden, kurz gesagt. Dann geht's weiter. Es gibt was Neues zu SnowRunner auf Konsole. Und zwar, da gibt es jetzt ab sofort Mods. Tatsächlich gibt es tatsächlich die Möglichkeit von gemoddeten Inhalten, die es ab jetzt eben auch auf Konsole gibt, über mod.io. Da muss man sich darüber anmelden und da gibt es zumindest ausgesuchte Mods für SnowRunner, was ich sehr, sehr cool finde, weil da gibt es auch verschiedene schöne Wagen und Vehikel, die es auf PC eben schon geschafft haben und die bestimmt auch für ein bisschen mehr Spaß sorgen. Dann gleich weiter zum nächsten. Dirt 5 hat ein großes Update bekommen, das Update 2.0, und dort gibt es endlich den Wheel Support, den ich schon lange mir gewünscht habe. Noch ein paar entsprechende Patches und dazu noch Content Updates. Es gab ein neues gratis Content Paket mit neuen Objekten etc. und neuen Lackierungen. Und wo wir schon beim Thema Lenkräder sind, geht es noch gleich rüber zu Fanatec. Die haben dir noch ganz schnell vor Weihnachten noch ein neues Wheel angekündigt, nämlich das CSL Elite Lenkrad, das McLaren GT3 V2. Die hatten ja vorher schon ein McLaren Wheel im Angebot und jetzt ist eben quasi der Nachfolger davon noch aufgetaucht im Store. Gibt es allerdings erst ab 18. Januar das Ganze und ist kompatibel mit entsprechender CSL Elite Basis oder auch mit dem Podium Wheel Basis. Weiter geht's zu den Neuerscheinungen. Und da gucken wir zunächst mal in den PlayStation Store. Dort gibt es diese Woche eher weniger neu Interessantes. Viele kleinere Indie-Spiele, die ich mir jetzt nicht genau angeguckt habe. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was noch diese Woche rausgekommen ist, ist MXGP 2020, das offizielle Spiel zur Motocross, inklusive Online-Modus und das Ganze eben für PS4 und Xbox zum, ich sage jetzt mal, normalen Vollpreis und das Ganze von Milestone, die Rennspiel-Spezialisten aus Italien. Bei der Xbox ist entsprechend genauso wenig los, sage ich mal, im Store. Dort stehen auch noch relativ viel ältere Titel, aber man merkt, es geht jetzt aktuell Richtung Weihnachten hin. Das heißt, die Spiele-Releases werden erheblich weniger. Ab Weihnachten und danach, bis auch in den Januar, da wird es auch sehr, sehr wenig rauskommen, definitiv. Es geht weiter zu den Pixel News, den News rund um diesen Kanal. Wir hatten diese Woche einige interessante Dinge, vor allen Dingen natürlich einige interessante Dinge in Richtung Cyberpunk. Da gab es zum einen natürlich auch im Livestream einen großen Talk, auch darüber, ob das Spiel überbewertet ist oder nicht. Gleichermaßen gab es dann die letzten Tage, weiß jetzt nicht wann genau, gestern, vorgestern, noch ein Video dazu, wo ich mich über Wertungen auslasse, die eben so manches einem verderben können oder auch hypen können. Und wo ich glaube, dass dieses Wertungssystem mit dieser 100er-Skala, finde ich, überholt und sollte abgelöst werden. Aber da kann man natürlich super drüber streiten. Und natürlich, dann habe ich noch, ich habe noch ein Vergleichsvideo gemacht zu meinem persönlichen Eindruck, PS5 oder Xbox Series X, die habe ich jetzt im Grunde einen Monat lang da und habe die entsprechend mir ausgiebig schon anschauen können, wie gut die Geräte sind und wie gut die funktionieren. Und da sage ich euch meinen ganz persönlichen Eindruck dazu, zu beiden Geräten. Dann schauen wir mal kurz rüber zum Kanal von Frau Pixel, nicht zu vergessen natürlich. Und da gab es auch ein schönes Video, nämlich die größten PS5-Ärgernisse und Mängel. PS5 ist jetzt auch, wie gesagt, einen Monat auf dem Markt oder ja, doch eigentlich einen Monat auf dem Markt. Und da stellen sich natürlich viele, viele Dinge raus, die vielleicht noch nicht optimal laufen. Und naja, Frau Pixel wird darüber auf jeden Fall entsprechend sich auslassen, was aktuell noch, wo es noch hakt und was noch an Verbesserungsmöglichkeiten da sind. Und damit, meine lieben Leute, sind wir schon wieder am Ende von den heutigen Pixel Show News. Ich hoffe, das Video für euch war interessant und hilfreich. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Macht's gut und bis dahin.